Hier stehe ich dann einmal im Busch, bestäube ihn und frage mich, wie kann ich über Nacht schon wieder so angefangen haben zu stinken, Emily? Keine Gnade, keine Gnade, der Junge. So, aber 4 Tage noch. Wir dürfen gespannt sein. Das wird lustig. Vor allem wird lustig, was ich mir danach überlegt habe. Aber wir gucken erstmal. Erstmal chillen wir ein bisschen, spulen vor und gehen zur Schule. Ja, da gehen wir nicht auf den Senkel. So, hier sind wieder die fliegenden Büsche. Ach nee, das ist so genial. Blüpp. Ja, du stinkst, wir wissen's. Mir stinkt ja, machen wir Hausaufgaben. Geh mir nicht auf den Senkel. Fühl mich unwohl, weil ich müffel. Darauf erstmal wie so ein Champion in den Busch beschreiben, ne? So, dann geht auch mal wieder angeln. Nimm das Löwemäulchen mit. Hier sind ein paar Haie an Land. Hör auf, über Big Mac und so zu reden. Das Einzige, was ich gegessen habe, sind Tomaten. Du bist aber doch ein bisschen sozial. Also sprechen wir wieder mit fremden Erwachsenen. So haben die hier alle, die sich beim Park rumtreiben, immer so einen Lemustage in le Gesicht. Das macht mir langsam Sorgen. Ich fühle mich in dieser Nachbarschaft nicht mehr wohl. Hier sind meine Eier. Hey, so geht's euch jetzt nicht mehr gut. Ja, ich esse trotzdem. Erstmal wieder. Eine Stunde Tomaten frühstücken. Das hat aber gut was gebracht. Ja, ist das lästig? Ist das lästig alles?
Uhu. Ja, Schmucki ist halt ein richtiger Überflieger. Oh, der ist schon wieder da. Nehmen wir noch ein Wochenende? Tage, also heute Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Nee, wir wollen zu unserem Geburtstag aber wenigstens einmal duschen gehen. Ich finde, das gehört sich so. Schlüsselaufgaben fertig. Nichts auf den Tischen gestellt. Omi? Gehen wir wieder angeln. Wobei Spaßwert hat er eigentlich ganz hoch. Oh, lecker, ein Apfel. Oh, Pinnwand schon wieder voll. Die Pinnwand ist wirklich lästig und nervig. Benutze nämlich eh nicht. Also, machen wir hier noch ein Level? Das wäre ganz lässig. Eine schöne Forelle Fährkern aus dem Bach gezogen. Amina, toll. Hallo, Level up. Geht doch. So. Hörst du, hast Hunger, aber du hast genauso viel Müdigkeit wie Hunger. Also kümmern wir uns erstmal um das Lästigste. Wenn Leute hungern, sind sie noch erträglich. Aber wenn sie nicht geschlafen haben, sind sie quengelig. Ja, der Geburtstag von Schmocki naht. Zwei Tage. Muss ich da irgendwas für machen? Weiß noch nicht. Nee, Schmocki. Essen sollst du. Sogar diese Folge noch erreichen. Ach, guck mal hier, jetzt geht's meinem Bäumchen wieder gut, ne? Okay, ich brauche sozial, ich brauche ganz dringend jemanden, mit dem ich reden kann. Nein. Ich fühle mich, ich krieg gerade ein Déjà-vu. Mortimer. Du bist nicht Mortimer, oder? Victor. Du bist doch cool. Ich, du weißt, wir sind Freunde, darum darf ich dich Mortimer nennen, auch wenn du Victor heißt. Das ist Nancy. Nancy mag mich.
Heute läuft es irgendwie wieder nicht. Immer noch Victor. Victor muss doch wohl nochmal austreten gehen. Victor, wir sind Freunde, du darfst auch mal den Busch benutzen. Können wir bitte vergessen, dass ich das gesagt habe? Ich kenne ihn nicht mal, Kollege. So. Zeit für Tomaten. Oh nee, verpiss dich. Ja, nimm den stinkenden Busch weg. Ich will irgendwie ärgern. Weißt du was? Mach mal, was du nicht lassen kannst. Ich gehe ins Bett. Junge! Wenn ich jetzt das Monster wieder angreife über Nacht, ne? Verprügel ich dich. Wie gehst du dir nach Hause? Ich muss schnell wieder die Lampe holen. Diese Mistkanalien von den Stadtwerken, ne? Halt ab, wenn ich erwachsen bin, dann verprügle ich euch. Wenigstens haben wir noch einen Busch zum Bestäuben. Und er hat den Stinkenden mitgenommen. Hat er ja gar keine Hausaufgaben gemacht, oder? Jetzt aber Rabotti Rabotti Schmucki. Ja, aber das schafft er noch. Das schafft er noch. Wie gesagt, ich habe schon Ideen, was als nächstes kommt. Viele Ideen, lustige Ideen. Ideen, wo ihr euch denkt, ach nee, das klappt doch eh bei dir nicht. Ein Tag, morgen. Ist perfekt, es ist Samstag. Ich würde sagen, wir gehen heute einfach mal duschen. Heute nach der Schule fahren wir noch mal kurz duschen, weil es ja ein besonderer Tag ist. Diesmal musst du auch keine Angst haben, dass eine nackte Frau hier reinkommt. Die sind nämlich, glaube ich, alle noch nicht da. Denn? Oh. Ach was, ach Schmocki, das passiert am besten. Das ist mir safe auch schon mal passiert, glaube ich. Das ist nur Deko.
Spaß haben. Ich weiß, was dir Spaß macht. Arme, sich nicht we zu wehrende Tiere aus ihrer natürlichen Umgebung zu ziehen. Oh, ein armer Tiss. Geburtstag, okay. Teenager-Kinder-Ereignis erfahren, okay. Dann wird das hier wohl automatisch verlaufen. Ja, ist nichts zu essen da. Aber nachher? Oder wie man es in Japan sagt, Hayabusa. Nein, 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 nein. Ach, das kann man auch als Anrichter benutzen. Das ist ja cool. Man lernt nie aus. So, dann schauen wir doch mal. Den Geburtstag von Schmuck mit einer wilden Geburtstagsparty. Ja, das möchte ich gerne machen. Wie? Okay, passiert das automatisch? Wir warten einfach mal ein bisschen. Dinge bleibst. Du musst es nicht arbeiten, du musst mit mir reden. Ich kann mit der da arbeiten, ja, mich auch. So, wir überziehen die Folge ein bisschen.
checken ja nämlich, wenn er nicht automatisch älter wird, will ich den MCC Commander nutzen. Ich möchte wissen, wie Schmocky als Teenager aussieht. Tatsächlich, das können wir noch nicht wirklich viel machen. Dann weiter hier gucken, ob wir hier fremde Menschen einfach quatschen können. Daniel! Alles auf den Sprung. Aber Nancy! Der da quatschen. Wie kannst du gelangweilt sein? Du redest mit dem einzigartigen Schmocki. Nächstes Mal Sozialwelt wieder oben, das ist gut. Und dann einmal den Busch bestäuben. Tomaten essen. Trabato Tomato. Ich weiß ja nicht, ob das funktioniert. Wir versuchen es mal. Er müsste ja jetzt morgen älter sein. Auch ohne Dingens. Okay, da brauchen wir halt wirklich, so wie es ausschaut, den Geburtstagskuchen. Da wir den aber solo nicht machen können. Gucken wir mal hier. Sterblich kennzeichnen? Nein, ich will den altern lassen. Da. Schmocki! Wird da hin. Schmocki digitiert zu. Teenie-Schmuck. Ah. Was passt denn zu einem Schmucki? Kreativität? Wofür in der Herstellung werden? Das habe ich noch nie gemacht. Das ist der Teenie-Schmocktron.
Gott, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. So, und jetzt, da Schmocki digitiert uns auf das nächste Level, beenden wir diese Folge. Seid gespannt, ob es demnächst weitergeht. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Projekt gefallen hat, mit dem Daumen nach oben bewerten, gerne den Kanal abonnieren und immer Schmocki bleiben. Bis dahin wieder reingerockt.